Neuer Rekord bei Österreichs größter Hochschulkarrieremesse für IT und Medien. Über 140 Aussteller präsentierten sich heuer bei der FH Next am Campus Hagenberg, der Fachhochschule Oberösterreich. Man kann sagen, dass sich die FH Next in den letzten Jahren zur größten facheinschlägigen Karrieremesse an einer Hochschule entwickelt hat. Wir haben 141 Aussteller heuer in Hagenberg. Und viele weitere Unternehmen hätten gerne noch einen Standplatz bei der 13. Ausgabe der renommierten Karrieremesse ergattert. Aber die FH Next war auch heuer wieder bereits kurz nach dem Anmeldestart ausgebucht. Ja, die FH hat natürlich einen sehr, sehr guten Ruf. Wir sind seit Jahren hier dabei. Die Ausbildung ist halt hier wirklich auf so einem hohen Niveau. Wahrscheinlich ist auch deswegen so ein hohes Gerüst um die Standplätze jedes Jahr. Wir sind schon sehr, sehr lange Kooperationspartner von der FH Hagenberg, sind auch jedes Jahr dann bei der Messe dabei, weil wir einige Absolventen schon im Haus haben, mit denen sehr, sehr zufrieden sind. Nicht nur Big Players wie BMW, Bosch, Porsche und Siemens zog es zur FH Next ins Mühlviertel. Auch IT-Spezialisten und Medienagenturen aus ganz Österreich waren in Hagenberg auf der Suche nach Nachwuchstalenten. Wir sitzen in Graz mit unserer Firma, sind zwar sehr international aufgestellt, liegt daran, dass wir weltweit suchen, weil wir eben Spezialisten in der Softwareentwicklung brauchen, die richtig, richtig gut sind. Und das ist auch der Grund, warum wir in Hagenberg sind. Also wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Hagenberger Absolventen also wirklich nicht nur die fachliche Komponente total gut drauf haben, sondern auch sozial sehr angenehm sind, sage ich mal. Den direkten Kontakt zu den Studierenden der top-gerankten Hagenberger IT- und Medienstudiengänge will sich offensichtlich niemand entgehen lassen. Auch bei den innovativen Startups vor Ort waren bekannte Gesichter zu entdecken. Wir sind natürlich heute hier, um erstens Aufmerksamkeit im Studentenkreis zu erregen, im Sinne von, hey, wir suchen immer gute Leute, gerade im IT-Bereich als Software-Startup. Und der Bezug vom Unternehmen ist einfach so stark da, weil nicht nur ich als Gründer herkomme, sondern über die Hälfte unseres Mitarbeiterstamms von mittlerweile 23 Leuten. Und da ist es einfach das Muss-Event, wo man einfach dabei sein muss. Also ich bin letztes Jahr mit meinem Medientechnik und Design Bachelor bin fertig geworden. Und wir haben dann letztes Jahr ein Startup gegründet, sind inzwischen 15 Leute. Und das ist im Endeffekt bei der FH Next eine super Möglichkeit, dass wir dort die Leute kennenlernen, neue Leute kennenlernen, weil wir haben auch einen sehr großen Entwicklerbedarf. Die Begeisterung seitens der Studierenden wie Unternehmen war groß. Also ich finde es super lässig, dass die Messe gibt, weil man einfach viele neue Firmen kennenlernt und eben potenzielle Arbeitgeber finden kann. Und wir haben da jetzt auf der Messe einen guten Überblick über die ganzen Firmen. Auch allgemein, also nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit und vielleicht auch weltweit. Jetzt müssen wir mal durchschauen, was das ganze Angebot jetzt so bietet und ja, bin ich schon gespannt. Also bereits jetzt notieren, im nächsten Oktober öffnet die Fachhochschule wieder ihre Pforten für die FH Next. Und rechtzeitig Standplatz sichern bzw. einen Studienplatz, denn die Karriereaussichten mit einem Studium in Hagenberg sind vielversprechend.